Ein wunderschönes Hi und herzlich willkommen hier bei Hauptmann Spree. Wie ihr seht, mal bei einer ganz anderen Location. Eine, die ihr vielleicht noch nicht ganz so kennt. Aber bevor das Video richtig losgeht, 43,6% von euch haben noch nicht abonniert. Wenn du noch einer dieser 43% bist, würde es mich sehr freuen, wenn du abonnierst. Dann würde ich sagen, let's go! Also, da es ja kein richtiges 222 aus Special gab, dachte ich mir, das kommt jetzt. Aber vorab möchte ich bei allen projektunterstützenden Leuten Danke sagen. Auch unser Team ist derzeit größer geworden und ich muss sagen, vor einem Jahr und einem Monat circa, hätte ich nicht gedacht, dass ich mal überhaupt 100 Abonnenten bekomme, geschweige denn ich mal ein Team aus 10 Mitgliedern leiten bzw. mit mir eingeschlossen sein werde. Also wir sind 10 Mitglieder und das ist eine Hausnummer. 5 davon sind für die Kamera, also für vor die Kamera gedacht. Inklusive mir halt, also ich bin der 5. Oder auch der 1. Ich möchte jetzt aber erstmal Danke sagen an Olli von Frontalfilmwerke. KDF 1943. Bernd Littleschmidt. An Vergangenheit. Politico. Und Panzerbär Militarier. Ihr alle habt unsere Projekte mit Spenden unterstützt. Und an der Stelle muss ich halt auch einfach mal sagen, genau das ist halt das, was uns vorangebracht hat. Aber nochmal ein dickes Danke gebührt HDF 1943, der ein offenes Ohr hat, Vorschläge und auch, wie im letzten Video schon, vorletzten Video ein SCG-44 aus Holz gebaut. Jetzt aber zum allergrößten Danke. Dem allergrößten Danke gehört Olli von Frontalfilmwerke. Er unterstützt uns, wo er kann. Er gibt uns Ratschläge. Er versucht uns auf Ideen zu bringen, hilft uns dabei. Und vor allem hat er mir gezeigt, dass Fehler da sind, um sie zu machen und auch selber daran zu wachsen. Und dass man seine Art nicht verkaufen sollte. Also, dass man halt selbst sein soll, wie man ist. Und das hat er mir auch ziemlich gut gezeigt. Und vor allem durfte ich auch in seinen Streams dabei sein. Und darf es halt auch immer noch. Und da muss ich sagen, das ist eine echt coole Erfahrung gewesen beim ersten Mal. Und dann kam die Gewöhnung. Und dann muss ich sagen, war schon cool. Ja, also auf jeden Fall, es hat mich immer sehr gefreut und es freut mich immer sehr, in einem Stream von Olli dabei zu sein. Auch Olli hat eine Aufnahme geschickt von dem Film. Ich blende euch jetzt aber auch nochmal was aus dem Stream ein, wo ich nicht dabei war. Und da muss ich sagen, ich hatte Tränen in den Augen. Szene ab. Verbessert ist es egal. Weil es kommt auch super, wenn ihr mit nicht viel anfangt und euch immer mehr und mehr verbessert. Anstatt, dass ihr nicht zum Hobby kommt, weil ihr euch nicht traut oder anderen das Hobby mies macht, weil nach eurem Fokus sie es nicht vernünftig genug machen. Wer Spaß beim Hobby haben und lieb zueinander sein. Ja, Spaß am Hobby haben, lieb zueinander sein und helfen, wo ihr könnt. Ich weiß noch nicht, ob der gute Hauptmann Spree sein Video rausgeballert hat. Ich habe deren Top ein Mischpaket geschickt. Einfach, weil ich die Sachen über hatte und sie absolut nicht mehr für mich gebrauchen konnte. Und einen Teil davon habe ich sogar mal gespendet bekommen, was ich aber doppelt habe und deshalb weitergegeben habe, weil ich mir dachte, gut, er kann es genauso super gebrauchen. Und tut mir leid, der macht es aus mehr oder weniger Liebe an Geschichte zwar auch, aber nicht mit dem Wunsch, authentisch erstmal zu sein, weil er es sich nicht leisten kann und auch nicht deshalb den Anspruch erstmal an sich setzt, weil er auch für eine große Gruppe meistens einkommt. Das ist eine große, kleine Gruppe. Der macht das toll, der hat seinen Spaß daran. Deshalb verurteile ich ihn auch nicht. Klar kann man seine Ausrüstung verbessern und auch seine Uniform. Jederzeit gerne. Jetzt muss er aber auch genauso hinkommen.
Ich hoffe, das war jetzt nett genug allgemein. Das war ganz lieb. Bin ich stolz auf dich. Ja, danke, sehr lieb. Mua. So. Und ich finde es eher schlimm, wenn man dann halt negativ auf diese Leute zugeht. Ich finde das schlimm. Ich bin selber jemand leider, der durch... Ah. Und weil wir jetzt die 222 Abos derweil haben, möchte ich einfach nochmal Danke an euch Community auch sagen. Und jetzt mal so ein kleines Best-of, auch behind the scenes mäßig. Also auch mal Fails und Co. sind diesmal mit drin. Viel Spaß euch dabei. Und ich würde sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Donnerstag, eine schöne Restwoche und haut da rein, euer Hauptmann Spree. Ciao. Das ist für die Comedy-Serie. Wenn ich am Ende geht's jetzt. Klink, schön, Sie kennenzulernen. Alter, fick dich! Jetzt kann ich den Text einmal und ihr verkackt oder was? Kann ich dann hier so mal unauffällig aufpacken? Mache doch. Action! Du. So, Video ist jetzt an. Nein, eigentlich solltest du jetzt in dem Moment dein Hoch nehmen, aber trotzdem schießen auf ihn. Zweimal. Was kann das sein? Ja, ich sag dir bloß, wie das Gewicht dann auf meinen Vater und dann. Na gut, Soldat. Bevor sie zum Bahnhof gehen, was soll ich dir noch von Papa geben? Pass auf. Nein! Nochmal von vorne. Pass gut darauf gut. Was soll ich sagen? Action. Nein, weiß ich nicht. Hey, nicht auf den Anzug, hallo, den muss ich noch zurückschicken. Ja, ich glaube, das ist der Hose nicht mehr. Guck mal, sieht man mich auf der Kamera? Guten Tag. Dovizienja. Hast du eine Zigarette? Na, müssen wir noch mal. Der Outtake-Film wird super wild. Ey, warte mal, du verlierst fast deine Armbinde. Oh, nö. Ist doch da. Mach mich nicht fertig, Junge. Okay. Mach jetzt. Wir machen